Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush von WGT9. Zurück bei Let's Play Naruto to Boruto Shinobi Striker. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten VR-Mission weiter. Und wieder eine vom Rang B. Ui. Der Akatsuki-Kampf. Hoffentlich wird das nicht ganz so heftig wieder wie der Team 7-Kampf. Da war echt zu viel fast schon. Ja, die Akatsuki gilt es jetzt zu besiegen. Aber bevor ich das mache, ein paar Einstellungen müssen vorgenommen werden. Ich werde auf... Fernkampf übergehen, wollte gerade sagen. Da muss ich das erstmals bei Sakura machen. Die Einstellungen. Dann versuche ich es halt so. Ja, ich wollte halt mal jetzt auf einen anderen. Würde mich jetzt einmal auf Fernkampf wieder spezialisieren. Oh, was? Okay. Senbon. Dann nehme ich doch das Lähmungssiegel. So, und vielleicht auch ganz andere Klamotten wieder. Was gefiel mir denn da noch mal am besten? Na, was ist denn das? Da hatte ich doch so ein cooles... Na gut, dann bin mal beim Boruto-Outfit. Und, könnte sogar das komplette Outfit nehmen, aber... Ja gut, dann mache ich das so. Und setze weiter in Kage Masters Schutzbrille ein. So. So, und bei den Jutsus. Feuerversteck. Flammengeschoss. Okay, ein bisschen im Nahkampf, ha? Jetzt sehe ich die flammende Feuerkugel hier. Schattendoppelgänger. Ja. Und uns malt auch dieses. Diese Technik hier. Alles klar. Dann. Machen wir mal einen Fernkampf. Ich meine, das Rasen-Shuriken wäre vielleicht auch ganz cool, aber irgendwie trifft das nicht so viele Ziele. So wie ich es mir vorgestellt hätte. So, jetzt aber nochmal. Und diesmal passt es. So. Alter, das Laggen. Ey, diese Server. What the fuck? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das Spiel auch offline zocken könnte. Bin mir nicht sicher, wahrscheinlich geht das nicht, oder? Na doch, das müsste eigentlich, weil das ist ja nicht auf online exklusiv eingestellt, ähnlich wie Xenoverse. Xenoverse kann man ja auch offline zocken.
Und darum geht's mir auch eigentlich, dass ich hier nur offline zocken möchte bei diesem Spiel. Wir sind zum Ende. Okay. Ich wollte mir auch andere Waffen kaufen. Ach, was soll's. Ach du Scheiße, nein. Okay, das fängt schon wieder scheiße an. Ach, jetzt blockt er schon wieder. Alter! Shit. Sehr schön, erwischt. Burn, Baby, burn. Alter! Na komm her, du! Das macht er mir wieder fast KO hier. Komm her! So, hab ich ihn... Nein, der weicht aus! Shit. Oh. So. Mach mal diesen Drachen hier fertig. Und weg mit dir. Oh, shit. Das war klar. Das wurde mir auf Dauer zu viel. Ey, da brauche ich wirklich ein Jutsu, das mehrere auf einmal erwischt. Wo ist er? Mach erstmal den Drachen hier fertig. So, tschüss. Und da bist du. What the? War das ein Feld schon wieder? Nein, das war sein Doppelgänger, Jutsu. Und tschüss. Endlich. Gut, der nächste Akatsuki spast. Soll nur kommen. Ich habe sogar eine nette kleine ultimative Technik für ihn bereit. So, komm mal her. Ich hab höchstens eine kleine Feinde damit getroffen, ne? Scheiße. Jetzt mal Schluss hier. Ah! Er lässt sich so blöd auflösen. What the hell? Was war das für ein heftiger Angriff? Ach du Scheiße. Die Same. Oh, nice one. Oh, burn. Burn, Baby, burn. Wo ist er hin? Da drüben. Sollte das denn jetzt? Burn, Baby, burn! Ach, leider kein Treffer. Nein! Da schießt er mich mit seinem scheiß Hai ab. Und gerade dann, wenn ich den Technik einsetzen will! Auf alle, die du dich hätte konzentrieren könntest. Konzentriert er sich ausgerechnet auf mich. Er wartet nur darauf, dass ich komme, um mich dann hinterrücks anzugreifen. Dann so eine Scheiße. So. Come on. Ja, das wäre sehr schön, Naruto. So. Wo lang? Da. Es ist nützlich, da an der Wand entlang laufen zu können. Oder? Aber auch nicht nötig! Scheiße! Och Mann, ey! Jetzt vergeude ich meine Zeit! Uff! Da hätte ich runtergemost. Soll ich wieder die kleinen Spackos hier ausschalten? Wenn die nicht blocken würden!
Alter. Aua! Jetzt reicht's. Kommt nur alle her. Alter! Hey! Lass mich! Du Spacko! Das wollte ich eigentlich machen. Bleiben nur zwei damit erwischt. Itachi und Kisame beide? Oh shit, und Zeitlimit ist zu gering. Oh, ich habe ganz schön viel Damage gemacht. Oh, was? Ach shit, das war klar. Ah shit, die Zeit wird mir zu knapp. Ich hoffe, ich schaffe das noch irgendwie. Nicht, dass ich diese Mission jetzt verkacke. Ja, sehr schön. Der ist schon mal weg. Okay, wir bekommen Zeitlimit hinzu. Oh, ich kann Fallen stellen? Wo ist er hin? Ja, super. Wie soll man die Gegner jetzt so schnell in den Blick behalten? Hey! Da brech ich mich bei einem Jutsu nicht schon wieder! Arsch! Okay. An den nächsten Akatsuki-Spasten. Ich habe das Gefühl, ich brauche zu lange hier. Oh oh! Und Dedera auch noch. Jetzt kommt's. Oh shit. Komm schon. Yes! Wenigstens ein guter Treffer. Ich gehe zwar KO, aber immerhin habe ich mit der Technik getroffen. Und das wollte ich auch erreichen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Nur noch eine Minute. So, what the? Scheiße, hör auf zu blocken. Oh nein! Seine ultimative Technik. Was hätte ich denn da machen sollen? Scheiße, ich verkacke das jetzt gleich. Die Zeit ist mir zu knapp, um das noch zu schaffen. Das schaffe ich unmöglich noch. Es sind mir zu viele hier. Ja, und verkackt. Mann, wieso so ein bescheuertes Zeitlimit? Was verlangen die da bitte? Nee, so wird das nichts. Wie soll ich das denn hinbekommen? Ich muss wohl auch wieder auf Dedera setzen, weil nur der kann es schaffen. Weil der kann sich ja auch so explodieren und dann... Dann alle Feinde One-Hit-KO'n, ne? Das müsste doch gehen. Kann auch seinen Drachen beschwören, der ihnen hilft. Komm, beeil dich. Lass mich weitermachen hier. Ha! Nein! Ich hab's ja befürchtet, das ist sogar noch schlimmer. Weil... Die Team 7 Mission war ja nervig, aber die habe ich wenigstens geschafft und das hier habe ich überhaupt nicht geschafft. Es geht gar nicht. Ja, mit Dedera habe ich es wirklich gerockt damals. Ja, komm, 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 beginn die fucking Mission und weiter. Keine Zeit vergeuden. Scheiße, nur dass ich das wieder von vorne anfangen muss. Ja, da wird sich in diesem Part wirklich nur eine Mission ausgehen, weil es wird sonst zu viel. Und ich habe auch nicht so viel Aufnahmezeit. Tut mir wirklich leid, Leute, aber so ist das.
So, Deidara, bitte schaff das für mich. Hey! Okay, mein lieber Drache, unterstütz mich mal. Komm her, du! So. Zeig dir mal wahre Schönheit der Explosionen. Ja, ja. Siehst du mal. Mehr du. Und tschüss. Nice one. So, jetzt aber weiß ich, wo ich lang muss. Und dieses Mal falle ich dabei nicht runter. Das war schon oberst peinlich hier. Deutlich mehr Zeitlimit. Wie es gehört. Und einen nach den anderen hier erledigen. Na, was ist mit euch, hä? So. Naruto denn. Ich würde schon sagen, letzten erledigt, aber da ist noch einer übrig. So. So. Come on. Unterstützt mich hier. Zeigt ihr richtig gute Expressionen hier. Wow, so schnell, K.O. Lass sie mal an, wie leicht das doch gehen kann. Warum geht das bei mir nur so scheiße? Ich glaube, ich sollte von nun an mit Deidara spielen, oder wie? Das wäre aber auch langweilig auf Dauer. Jetzt kommt. Verpieselt euch. So. Gehen fort. What the hell? Hey, verpiss dich. Meine Jutsus nicht an denen verschwenden. Oh oh. What the hell? Was war das jetzt schon wieder? Hat mich Kisama jetzt da weggeschleudert oder was? Ich darf mich nicht mal auf einen konzentrieren, weil beide gleichzeitig auf mich losgehen. Das ist ja die Scheiße. Bleib weg! Aua! Ja, toll! Okay, jetzt, ich kann es doch noch einsetzen. Aber greift er auch an? In deren Richtung? Ja, zum Glück. Ah! Komm schon. Ja, könnt ihr auch auf Naruto konzentrieren, nicht auf mich! Wozu habe ich meinen Partner? Super! Die gehen beide immer auf mich los, das hasse ich! Die nehmen gar nicht von meinem Partner Notiz! Fuck that! So, jetzt war. Ja, ich heb mir meine ultimative Technik für den letzten Kampf auf. So, der eine ist schon mein K.O. Und jetzt du auch. Weg mit dir. So. Und den nächsten. Jetzt kommt's an. Alter! Komm schon! Ja, lass mich mal hoch da! Alter! Kann ich denn meine Endtechnik einsetzen? Ich drücke die ganze Zeit! Was? Jetzt so bitte machen die mich vorher
nicht diese Arschlöcher! What the fuck? Ich sollte eigentlich unbesiegbar sein währenddessen! Ja, super. Nein! Fall ich runter! Verdammte, verfickte Scheiße nochmal! Konnte nicht mehr springen, ey! Ich hätte aber eigentlich noch einen Sprung frei haben sollen! Na komm, lass sie mich beschwören! Hey, hör auf! So, endlich mal. Komm schon. Hör auf zu blocken, Mann! Fall mir bloß jetzt nicht wieder runter. Alter! Ja, come on, ey! Hey! Was war jetzt schon wieder los? Boah, bitte sag mir, dass ich das jetzt nicht auch nochmal verkacke hier. Okay, einer ist down, sehr schön. Immerhin. Aber das ist so beschissen, dass meine ultimative Technik einfach mal radikal unterbrochen wird. Ich sollte da eine Superrüstung haben, wo ich unbesiegbar bin. Da dürfte ich keinen Schaden erleiden. Ich finde das so beschissen, dass es so eingestellt ist. Ja, Kisame ist klar, hör auf. Hör auf, mich runter zu schopfen, du Arsch! Lass mich gewinnen, ich wieder auf die Plattform! Hey! Bleibst du wohl stehen da? Oh, diese blöde... Hi! Hey, wie geht's? Ja, Naruto, lenke nicht mal ab. So. Und jetzt. Das wär's. Gott sei Dank. Alter, hab das wieder abgenervt. Super. Wow. Gleich 2 Level Ups für ihn. Nice. Für meinen VR, also gleich 2 VR-Ränge. Endlich geschafft. Oh, wie das genervt hat. Bitte, die nächste B-Rang-Mission darf bitte nicht wieder so nervig sein. Boah, und da kommen noch A- und S-Rang hinzu, damit die nicht wissen, wie hardcore der Shit sein wird. Erwachte, hä? Huh? Schön und gut, so. Hat er noch eine Mission? Hier sehe ich aktuell keinen. Ino ist es auch nicht. Oh, da ist jemand. Sakuras Tochter! Sarada! Die Ninja-Wettliga, die interessiert mich nicht wirklich. Schließlich nehme ich nur starke Leute teil, oder? Ich bin auch in Genen. Im Moment ist es wichtiger, dass ich trainiere und Missionen erlege, um stärker zu werden. Hä? Du wirst dich auch an eine Mission versuchen? Wenn ich es dir nichts ausmacht, meine Mission zu übernehmen, lasse ich es dich versuchen. Versuch's mal mit das musst du miterlebt haben, was? Aber übertreib es nicht und für meine Verletzungen. Hahaha, Killer Bee, der Chinchuriki, des 28. braucht Hilfe bei der Inspektion des örtlichen Ökosystems, dörflichen Ökosystems. Je nach den Ergebnissen kannst du dir extra Belohnung verdienen. Reise mit Naruto nach Kumogakure und fang einige der vielen wilden Wesen, die es im Dorf gibt. Okay.
Aber ich glaube, das will ich dann im nächsten Part erstmals bestreiten. Vorher hole ich mir jetzt mal hier meine Belohnungen mit euch ab. Weil wie gesagt, ich habe nicht so viel Aufnahmezeit und der letzte Part, die letzte Aufnahme war eigentlich eindeutig zu lang. Der Part ist nicht ganz so lang, weil ich da gewisse Sachen rausschneide, ganz klar. Aber Rasenrangan? Was ist denn das für eine Fähigkeit, ey? So war wahrscheinlich eh nur für den Nahkämpfer geeignet. Nehme ich mal an. Na dann zeig mal. Wo ist denn das? Ah, hier. Ho! Nimmst du, dass ein Rasengar mit 4 Armen aus Chromas Chakra formt? Oh! Bei Kontakt nehmen die Gegner Schaden und werden weggeschleudert. Außerdem wird das Tempo des Ziels reduziert. Ja, nur die Reichweite ist nicht so hoch. Aber das hat Stil und auch eigentlich recht viel Power. Naja. Mehr oder weniger, es hat nur so viel Power wie das Rasen-Shuriken. Aber immerhin. Das ist mal eine Technik, mit der ich mich anfreunden könnte. Besser als das Rasengan allemal. Können wir dann hier noch für Jutsus hinzufügen? Wir sind das Chidori. Aber ich bleibe lieber bei Fährkampftechniken. Da muss ich noch einiges trainieren hier. Muss einiges verbessern. Von dem vielleicht eine andere Waffe wäre ganz gut. Helle Kelle. Kannst du mir noch nicht glauben, dass es sowas gibt. Ein Kochwerks. Prost Mahlzeit. Einfach mal das Kochgeschirr nutzen. Aber kann man auch als Waffe gerne verwenden, wenn man möchte. Eine wertvolle Schrift. Gib mir doch mal was Feines damit. Schön wäre es, wenn wir damit auch Jutsus kriegen könnten. Ach nein. Etwas, was ich schon habe. Schade. Naja, das lässt sich ja zu Geld machen. Immerhin. Keeper Outfit. Okay. So. Dann sollte ich mir vielleicht mal wieder was kaufen, weil ich habe eh jetzt jede Menge Geld. Allerdings gehen da nur... Wie kann ich eigentlich den Ninja-Rang verbessern? Kurzschwert habe ich ja noch gar nicht erworben. Genauso wenig wie den Konoha-Dolch. Der hat mehr Tempo. Der Chakra-Dolch. Da kostet so ganz schön viel. Aber auch nicht so stark im Angriff. Das ist nur für die Verteidiger. Für die Heiler gibt es ja wirklich auch sehr, sehr schöne Waffen. Eine Nähnadel.
Boah, hat aber ganz schön viel Treffer. Also eine gute Trefferrate und Reichweite. Ja, und das war's. Mehr kann ich nicht erwerben. Aber gut, dann habe ich halt jetzt mal alle Standardwaffen für jeden. Ich überlebe mir gerade. Na, ich werde jetzt erstmals Naruto versuchen, auf den höchstmöglichen Rang zu bekommen. Und ab dem nächsten Part werden wir mal nettes Neji Hokage Outfit. Saradas Mission versuchen. Und ja, wie immer, Geld, wenn es gefallen wurde, dies zu bestätigen, wenn es sonst. Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Sehen Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush vor der Weg geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Naruto do Boruto Shinobi Striker. Also, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute!